Hallo Freunde, heute ist ein sehr trauriger Tag. Heute machen wir Wheelies mit Fahrrad. Ist das nicht geil? Wir begeben uns jetzt erstmal zu einer abgesperrten Fläche, damit wir auch keine anderen Verkehrsteilnehmer belästigen. Warum mache ich das? Aber ich habe mir stabil Schutzkleidung angezogen, damit ich auch vor jeglichen Gefahren des Straßenverkehrs geschützt bin. Ich habe gerade auch schon ein paar sehr komische Blicke auf mich gezogen. Hat die eine Oma nicht sogar so gefragt, was macht der oder so? Echt? Keine Ahnung, irgendwas habe ich da gehört. Ja, okay, ich hätte es mich aber auch gefragt, ohne Witz. Halt's Maul! Man hat den Sound bestimmt gehört. Aua, Digga! Heile? Hast du Panzerglas drauf? War das vorher schon? Ja. Okay, ich dachte so. Digga, okay, das ist nur Dreck, Alter. Besser ist das. Nein, Digga, so. Soll ich das Gefähr, ich pack bei mir in Jacke? Absolut, naja, alles gut, ich hab die Jackentasche da einfach. Okay. So. Oh. Alter, vor allem einfach hier. Guck mal die Kratzer an, Alter. Diese Streifen, die sind alle neu. Aua. F in den Chat. Ach nee, wir sind gar nicht am Stream. Egal, trotzdem F. Ihr merkt, heute sind wir auf sehr professioneller Basis unterwegs. Nimm's mir nicht übel. Es regnet, ich habe keinen Content. Das ist sehr unangenehm, mit einem Motorradhelm auf dem Fahrrad an irgendwelchen Leuten vorbeizufahren, Digga. Ah! Nenn mich Trickser. Habe ich dir eigentlich die Real-Life-Story erzählt, wie ich letztens von Polizei fast hops genommen wurde? Wollten Fotos machen. Corona oder was? Nee, auch vielleicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir wollten Fotos machen und sind dafür auf so ein Hafengelände gefahren. Ja. Wo man halt eigentlich nicht drauf darf. Da, wo ihr immer seid? Nee, woanders. Und man darf da halt nicht drauf. Das heißt, ich bräuchte eine Genehmigung, damit ich da Fotos machen kann. Und plötzlich fuhr Polizei einfach auf den Hof. Nein, die sind an uns vorbeigefahren, warum auch immer. Haben sich das, den Spot angeguckt, wo wir Fotos gemacht haben. Und sind dann wieder umgedreht. Aber zu dem Zeitpunkt, wo die wieder umgedreht sind, waren wir halt schon weg. Und wir sind dann halt einfach abgehauen. Und dann haben wir uns gedacht, Alter, die kommen doch sicher nicht auf die Idee, dass wir jetzt einfach nicht zurück auf die Hauptstraße fahren, sondern rechts in die Sackgasse rein. Doch, die sind auf die Idee gekommen und sind dann da und uns wieder vorbeigefahren. Und da haben wir halt richtig Angst gehabt dann. Wir waren mit zwei Autos da. Waren keine, ne? Nee, nicht meins. Und der Benz war da ja schon weg. Oh, Leute, wir haben Mountainbike, wir machen das jetzt. Halt's Maul. Okay, diesmal ist alles gut. Ja, immerhin. Hauptsache der Audi. Am Ende wird gesagt, das habt ihr doch extra gemacht. Ja, ist safe. Junge, sehen wir aus, als hätten wir genug Geld, so ein Handy extra zu crashen. Die checken selber nicht, was hier gerade abgeht. Junge, kann der scheiß Regen aufhören? Das ist ein sehr trauriger Tag für mich. Hallo, Motherfucker. Geiler Typ, Digga. Er winkt mir erstmal zu. Oh lol, die Schranke ist auf. So Leute, wir machen jetzt Wheelies. Digga, Alter, das tat weh. Meine Güte. Wir fahren da vorne hin. Und dann fährst du in die Richtung und ich in die Richtung und wir treffen uns wieder da. Warte, wie, wo, was? Komm mit. Okay, eine Dummfahrt mit. Ja. Oh.
hier. Und jetzt fährst du in die Richtung und ich in die. Und dann treffen wir uns wieder hier. Fertig, go. Ah, nein! Ich bin zu früh abgebogen! Scheiße! Ich hab gewonnen. Ja, ich dachte, ich muss einen später. Ich brauche noch ein Thumbnail gleich. Ein Foto reicht. Ein, wo so. Mann. Ich erkläre euch die Schranken-Challenge. Also ich fahre jetzt gleich daran und dann versuche ich die Schranke hochzubekommen. Und wenn sie hochgeht, muss ich immer außen rumfahren und wieder da durchfahren, ohne dass sie mich tötet. Okay. Nein! Nochmal! Haha, fast noch gemault! So Leute, es war ein sehr niveauloses Video. Ich hoffe, euch stört das nicht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem unterhalten. Deswegen würde ich an dieser Stelle sagen, falls es euch gefallen hat, auch wenn es ein bisschen lame war, lasst gerne einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und wenn ihr noch nicht habt, auch ein Abo. Mit diesem Wort verabschiede ich mich von diesem Video. Haut rein und... Nein! Haut rein und...